Hi Leute, Dekatrex hier. Von mir gab es ja nun länger schon keine Videos mehr, aber dieses Video hier, das ist echt nötig, weil, nun ja, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist der Ladebildschirm und eigentlich der Startbildschirm von Battlefield Bad Company 2. Seit einigen Tagen nun haben viele Spieler dieses Spiels folgendes Problem. Sie probieren sich einzuloggen. Wählen irgendeinen ihrer Soldaten aus, beispielsweise diesen hier oder diesen hier. Dieser hier ist eigentlich mein eigentlicher Soldat. Die beiden hier habe ich erstellt, weil bei diesem hier immer Folgendes passiert ist. Jawohl. Und das passiert momentan ungefähr, soweit ich das von den Foren weiß, 80% der Spieler von Battlefield Bad Company 2. Darauf habe ich diesen Soldaten hier erstellt. Selbiges Problem. Dann habe ich irgendwo gelesen, dass man scheinbar keine Großbuchstaben verwenden darf in dem neuen Soldatennamen, den man sich hier erstellt. Man versucht es. Und traurigerweise funktioniert die Scheiße. Ernsthaft. Private, Level 1. Meine langsam aber sicher erkämpften 18 Level, meine frischen Waffen, meine ganzen freigeschalteten Gadgets und so, alles verloren. Ich bin auf Level 1. Meinen ursprünglichen Namen kann ich nicht mehr verwenden. Ich habe jetzt irgend so eine Scheiße hier oben stehen. Ich finde den alten Namen zwar ganz okay, aber nicht so geil wie mein neuer Name. Und tja, das geht momentan 80% der Battlefield Bad Company Community so. Wir können nicht spielen. Ihr seht hier, meine Freundesliste ist nicht mehr übertragen worden. Natürlich ist ja auch ein neuer Soldat. Wenn ich jetzt in den Serverbrowser gehe, dann sind einige Server zwar rammelvoll, aber das sind sozusagen die letzten Inseln von Überlebenden. Das ist überall dort, wo sich noch einige Leute zusammenraffen konnten. Da sind jetzt natürlich alle drauf, aber ihr seht, abgesehen von den wenigen Servern hier ist alles leer. Also es ist beängstigend, wie viele Server hier einfach nur leer sind. Weil, und das Schlimmste daran ist, EA hat zwar immer wieder betont, wir werden, ja, wir werden da was machen, wir werden irgendwie, keine Ahnung, das Problem beheben, aber das ist, sind alles nur so abgekaterte, ja, wir arbeiten natürlich hart daran, Antworten, die man halt kriegt, wenn man einen Support kontaktiert, aber wirkliche Statements von Seiten von EA hat es noch nicht gegeben. Und was ich wiederum extrem geil finde und das, was die Community wirklich gut gemacht hat, ist, wenn man schaut auf irgendwelchen EA-Webseiten, zum Beispiel in den Foren eben zu diesem Thema oder in irgendwelchen, keine Ahnung, unter dem, ja genau, unter der Rede oder dem Post im Blog von EA, wo der neue CEO so seine Begrüßungsrede gehalten hat, ja, ich freue mich hier die Firma übernehmen zu dürfen und so. Da waren die ersten paar Kommentare so, die gekauft natürlich, wo man Leuten gesagt hat, du schreibst was Nettes drunter, damit das schön aussieht. Aber wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, dann findet man nur noch Kommentare, die sich darüber aufregen, dass Battlefield Bad Company 2 down ist. Und ich, bei mir ist es jetzt nicht so schlimm, dass meine Stats verloren gegangen sind. Das waren insgesamt etwa 48 Stunden Spielzeit. Aber ich kenne Leute aus meinem näheren Kollegenkreis, die haben bis zu 450 Stunden in dieses Spiel investiert. Und dementsprechend sind denen, ist denen jetzt alles weg, was je in diesem Scheißspiel sich erspielt haben. Und EA sagt, seit 3 Tagen sagen die uns konstant, ja, das ist ja nicht so schlimm, wir werden da schon was machen, aber sie tun's nicht. Sie haben kein verdammtes Scheiß-Backup. Sie kriegen die Scheiß-Server nicht online seit 3 Tagen. Wir warten immer noch darauf, dass irgendwas geht, aber es läuft nix. Einfach nix. Und viele Leute fragen sich schon, ob das jetzt irgend so eine Taktik ist. Ja, wenn wir jetzt hier so bei den Servern ein Problemchen haben, dann können wir ja schlussendlich sagen, ja, die Server gehen nicht mehr. Und dann die eigentlich noch laufenden Server ohne Battlefield bei Company 2 dann für Battlefield 4 verwenden. Toll. Wir müssen keine neuen Server anschaffen. Battlefield 4 läuft. Battlefield bei Company 2 spielt ja eh keiner mehr. Könnte man denken, aber ich werde euch hierzu den Link in die Beschreibung hauen. Es gibt einen riesigen Shitstorm über EA in den Foren von EA Answer HQ.
Das ist krank, wie sich die Leute darüber aufregen. Der Thread in diesem Forum hat vor ein paar Tagen angefangen und im Schnitt kommen pro halbe Stunde eine neue Seite hinzu, wo sich Leute darüber aufregen. Wir sind jetzt bei, was ich das letzte Mal geschaut habe, waren es 64 Seiten. Ich glaube, jetzt sind es wohl schon um die 66, 68 Seiten. Ich habe keine Ahnung, aber das ist unglaublich, wie EA uns hier wieder mal verarscht. Ehrlich, das ist so das Letzte. Kein Kundenservice, kein funktionierender Support, das ist einfach nur, yay, du bist scheiße, echt, du bist so richtig scheiße. Du solltest echt mal über deinen Kundenservice nachdenken. Ich möchte, dass hier dieses Video hier, weil es mir so wichtig ist, dass EA einfach nur eine Kackfirma ist und dass die Leute sehen, was die mit uns anstellen. Ich möchte, dass ihr dieses Video hier echt euren Freunden und so zeigt, dass ihr mal ein bisschen rumzeigt, was EA eigentlich für eine Scheiße anstellt. Zeigt das Video hier gerne rum und erzählt den Leuten, was hier für eine Scheiße abgeht. Ich danke euch dafür und tut mir leid, dass ihr sonst nicht mehr so viel von mir hört. Mein jetziger Laptop packt einfach die guten Spiele nicht mehr. Vielleicht kommen da mal irgendwelche Gameplays wieder, wenn da mal was Anständiges wieder im Hause ist. Man sieht sich hoffentlich bald mal.